So, in diesem Video möchte ich nochmal die Nullstellen von einer Funktion finden. Die Funktion ist in dieser Form, also x hoch 4, x hoch 2 und eine Zahl. Das heißt, ich definiere x² gleich z. Und wenn x² gleich z ist, x hoch 4 ist gleich z². Das heißt, wenn ich hier hoch 2 mache, hoch 2, dann haben wir x² hoch 2 ist gleich z². X² hoch 2 ist gleich x hoch 4 gleich z². Also x² ist gleich z, x hoch 4 ist gleich z². Nun setze ich ein, für x hoch 4 setze ich z² ein und für x² setze ich z ein. Somit habe ich eine quadratische Gleichung erhalten. Und die Nullstellen von einer quadratischen Gleichung kann man mit PQ-Formeln lösen. Dazu muss z² allein stehen, deswegen teile ich hier durch 9. Dann haben wir z² plus 65 Neuntel z minus 144 Neuntel gleich 0. 0 durch 9 ist gleich 0. So, p ist gleich 65 Neuntel. Und Q ist gleich minus 144 Neuntel. Setze ich in die PQ-Formel ein, also minus P halbe, minus P halbe, plus minus Wurzel aus P halbe Quadrat, minus Q. Beachte das minus Q. Q in Klammer setzen, weil hier Minus vor dem Klammer steht. So, mit Taschenrechner richtig eingeben. Mit plus 16 Neuntel. Und mit minus bekomme ich minus 9. Nochmal, selber eingeben in den Taschenrechner und kontrollieren. So, Z1 ist gleich 16 Neuntel. Und wir wissen, dass x² gleich z ist, also x² ist gleich z, also x² ist gleich einmal 16 Neuntel und einmal x² ist gleich minus 9. Und da x² gleich 16 Neuntel plus minus Wurzel ziehen, dann haben wir Wurzel aus x², also x ist gleich plus minus Wurzel aus 16 Neuntel und das heißt plus minus 4 Drittel. Und hier plus minus Wurzel ziehen. Man kann aus negative Zahlen keine Wurzel ziehen. Also da bekommen wir keine Lösung. So, das heißt, wir haben eigentlich zwei Nullstellen. X1 ist gleich plus 4 Drittel und X2 ist gleich minus 4 Drittel. Und eine Funktion vierten Grades kann maximal 4 Nullstellen haben. Aber das kann auch vorkommen, dass wir nur 2 haben. So, kannst du jetzt die Nullstellen von dieser Funktion finden? In diesem Fall haben wir x hoch 6 und x hoch 3. Und nicht x hoch 4 und x hoch 2, sondern x hoch 6 und x hoch 3. Man kann dasselbe in diesem Fall machen. Das mache ich in dem nächsten Video.